Wow, was für eine fantastische Inszenierung! Jesus, gerade erst auferstanden von den Toten, düst ab in die Wolken. Seine Anhänger stehen begeistert da, gucken ihm hinterher und staunen. Himmelfahrt. So ein Abtritt. Was hat sich Gott bloß dabei gedacht? Am Anfang war es doch genau andersrum. Also Gott schickt seinen Sohn direkt aus himmlischer Obhut in den Schoß Marias. Also vom Himmel zum Stall in ziemlich prekäre Verhältnisse. Und Jesus sieht, wie Menschen leben und was sie aushalten müssen. Jesus nimmt sich der Menschen an. Er redet und heilt. Er sammelt Leute um sich. Er begeistert, irritiert und randaliert. Und die Menschen um ihn herum, sie lieben ihn, glauben ihm, feiern ihn. Aber dann verraten sie ihn und töten ihn. Ist das das Ende? Nein, 3 Tage später ist Jesus wieder da, gekommen, um für immer zu bleiben. Darum ist Himmelfahrt kein Abtritt und auch kein Abschied, sondern das ist Jesu Weg, um uns nahe zu sein, egal an welchem Ort und zu welcher Zeit. Denn sein Himmelreich ist über uns und in uns drin. Christi Himmelfahrt ist also nicht weg sein, sondern hier sein, mitten unter uns.